Hey, wunderbaren Menschen da draußen, mein Name ist Sammy. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder hier seid. Schön, dich wiederzusehen. Und heute habe ich für euch meine Abendroutine im Winter. Ich werde euch einfach mal zeigen, wie ich so von einem arbeitsreichen Tag runterkomme, was ich mir zu essen koche. Und ich muss euch sagen, an dem Abend, wo ich dieses Video gedreht habe, das Rezept, das müsst ihr ausprobieren, ist perfekt für den Winter. Und ich möchte von euch unbedingt wissen, ob ihr Bock auf eine Morgenroutine im Winter habt. Deswegen hinterlasst mir unbedingt einen Daumen hoch, wenn ihr das sehen wollt. Und schreibt es mir in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr auch Bock auf eine richtig krasse Winterweihnachtsverlosung hättet. Ich würde diesen Sack hier mit den geilsten Produkten füllen und einen von euch verlosen innerhalb meiner Christmas with Sammy Serie. Also lasst mich unbedingt wissen. Ich freue mich extrem, euch das heutige Video gemeinsam mit Bose zu bringen und den Sleep Buds, falls ihr den noch nicht kennt. Ihr werdet sie im Video kennenlernen. Hammer. Dinger. Mini, aber krass effektiv. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Let's go. Oh no, I gave my heart away. Went a bit too far. So selbstständig zu sein heißt oftmals super lange Arbeitszeiten zu haben. Man rennt von Meeting zu Meeting und das allererste, was ich dann meistens immer mache, ist es für mein Abendessen einzukaufen und dann langsam und gediegen mit guter Musik nach Hause zu kommen und den entspannten Teil des Abends zu beginnen. Das allererste, was ich zu dieser Jahreszeit kurz nach dem Nachhausekommen mache, ist es, meine ganzen Lichterketten in der Wohnung einzuschalten, den Weihnachtsbaum und einfach für Wohlfühlatmosphäre zu sorgen. Bevor ich mich aber dann komplett entspanne, gehe ich meistens immer an meinen Laptop und erledige noch alles, was ich über den Tag nicht hinbekommen habe. Sei es eben Blogartikel zu schreiben oder mich um meine ganzen sozialen Plattformen zu kümmern. Und hier und da vielleicht noch eine E-Mail zu beantworten. Im Anschluss kümmere ich mich meistens um die Planung des folgenden Tages. Dadurch, dass ich das alles runterschreibe, kann ich mir das alles besser merken. Und Tatsache ist, Planung ist die halbe Miete. Und man hat einfach viel mehr Struktur, ein besseres Zeitmanagement mit allen Aufgaben, die man am folgenden Tag erledigen muss. Und dann kommt der entspannte Teil. Ich springe meistens dann in meinen Lieblings-Oversized-Hoodie und kümmere mich dann um mein Abendessen. Und an dem Abend hatte ich einfach Lust auf eine sehr schöne, wärmende, leckere, gesunde Gemüsesuppe. Mit allen möglichen Gemüsesorten von Süßkartoffeln, Karotten, Porree, Wirsing, Pastinaken, Zwiebeln. Und wirklich so eine leckere, gesunde Gemüsesuppe. Das ist eine absolute Vitaminbombe und ihr seht selber, wie ich es gemacht habe. Ich habe die Zwiebeln in etwas Wasser angedünstet. Das ganze Gemüse klein geschnitten, hinzugefügt, ein bisschen Gemüsebrühe rein, das Ganze noch ein bisschen gewürzt, mit Wasser aufgegossen und einfach ein paar Minuten kochen lassen. Und fertig ist ein wirklich sehr gesundes Rezept und ist einfach perfekt für den Winter. Was esst ihr super gerne im Winter? Ich liebe Suppen. Und dann entspanne ich mich meistens, ich schaue dann einfach ein paar Serien oder Filme und komme einfach runter vom Tag. Teil meiner entspannten Abendroutine ist definitiv meine Gesichtspflege vor dem Zu-Bett-Gehen zu betreiben. Und sie geht auch super schnell, super einfach, kostet nicht viel Zeit. Ich sorge dafür, dass eben meine Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt ist. Ich habe dann auch eine Gesichtsmassage, die ich dann immer mache, um die Durchblutung meiner Haut zu fördern. Hilft sie, jung zu halten. Und dann benutze ich meistens so eine Overnight-Maske, die man nicht abwaschen muss. Und dann bin ich eigentlich schon fertig und schlüpfe dann eigentlich schon in meinen Pyjama. Ja, ich trage ein Pyjama. Im Winter für mich persönlich ein absolutes Muss. Drei Dinge, die bei mir vorm Schlafengehen nicht fehlen dürfen, ist es einmal, mein Zimmer komplett durchzulüften, meine Lieblingskerze anzuzünden und in meiner derzeitigen Lieblingslektüre zu lesen. Ich kann gerne mal ein Video zu meinen lieblingsinspirierenden Büchern schreiben. Schreibt mir gerne in den Kommentar, falls ihr das sehen wollt. Und was ihr hier gerade seht, das sind die Bose Sleep Buds. Die habe ich vor einigen Monaten zum ersten Mal ausgetestet. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein essentieller Teil meiner Abendroutine werden. Aber sie helfen mir immens beim Ein- und vor allem Durchschlafen. Passen sich super gut
den Ohren an, fallen auch über Nacht nicht raus und sie sind Noise Masking. Das heißt, sie blenden Umgebungsgeräusche aus. Sei es der Partner, der neben euch schläft und schnarcht oder Umgebungsgeräusche von außen, von euren Nachbarn. Während sie ganz entspannte Musik abspielen, die man sich auch aussuchen kann, es gibt verschiedene voreingestellte in der Bose-App, könnt ihr wirklich entspannt einschlafen. Und die integrierte Alarmfunktion hilft eben mir persönlich, morgens super einfach aufzustehen und keinen wichtigen Termin mehr zu verpassen. Ich liebe die Sleep Buds und sie sind offizieller Teil meiner Abendroutine. Wirklich alle meine Freunde, die Bose Sleep Buds ausgetestet haben, waren begeistert und ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ich es nicht selber toll finden würde. Das war eigentlich schon meine Abendroutine. Ich hoffe, sie hat euch einen kleinen Anschluss gegeben, es auch mal entspannter anzugehen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen beruhigt, ein bisschen selber runterkommen lassen vom Tag und ja, würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich eure Kommentare. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Und danke nochmal an Bose für die Zusammenarbeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sammy.